eröffnen wir die mal zusammen. Hallo, einen wunderschönen Sonntag hier bei mir aus Cape Coral. Ich weiß noch nicht genau, wann ihr das Video seht. Allerdings hat mich gestern die Boxycharm erreicht und ich dachte mir, ich muss es ganz schnell aufmachen und ihr kennt mich ja, ne? Wenn ich was neu habe, gekauft oder geschickt bekommen habe, dann muss das gleich aufgemacht werden. Ich kann das einfach nicht abwarten. Und deswegen dachte ich mir, drehe ich das jetzt einfach mal fix. Denn wir waren vorhin frühstücken und im Aldi und das Video sollte vor diesem kommen oder nach diesem. Ich weiß es noch nicht genau. Ja, da waren wir am Aldi, jetzt sind wir nach Hause gefahren, Johnny schläft und da dachte ich mir, mache ich schnell ein Unboxing, denn nachher müssen wir auch schon wieder los und das seht ihr aber in einem anderen Video. Ein Kärtchen, schon halb eingerissen, merkwürdig. Okay, da steht hinten drauf, was drin ist, das lesen wir aber noch nicht vor, wir gucken erstmal rein. Vielleicht wegen den Lichtverhältnissen, Moment mal so. Vielleicht geht es besser. So, so sieht sie aus, wenn man den Deckel aufgemacht hat. Die Boxycharm. So. Genau. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen weiter nach unten. Moment. Ist das so ein bisschen besser, Leute? Hm? Okay, wir machen so weiter. Okay, dann schauen wir mal. Was ist denn das erste Teil? Das erste ist ein Coupon von Dr. Brand. 25% Rabatt. Dann schauen wir mal, was denn von der Marke dabei ist. Ah ja, ich sehe es auch schon. Von Dr. Brandt ist dabei eine Mikrodermabrasion. Schlagt mich jetzt nicht dafür, aber steht da drauf. Ja? So, ein Peeling, ein Gesichtspeeling, ein Exfoliation. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Auf jeden Fall soll man es anwenden. Ein bis zweimal die Woche und immer 3 Tage Abstand dazwischen und ja, eigentlich ganz easy zu verwenden. Genau. Da sind drin, Leute, 60 Gramm. 60 Gramm. Und jetzt haltet euch fest, dieses Teil kostet im Handel 79 Bucks, Leute. Never. Okay, steht hier, ich probiere es aus und Reviews gibt es wieder immer. Naja, mindestens 4 Wochen dauert es schon, bis ich alles durchprobiert habe. Aber dann mache ich gerne ein Review dazu, okay? Also 80 Latten für dieses Teil, 60 Milliliter, bin gespannt. Deswegen wahrscheinlich direkt in derselben Box der Coupon über 25%. Denn keine Sau kauft das für 80 Latten, oder? Ist Skincare hier so teuer? Ich muss sagen, ich habe Glück, ich habe keinen Sephora in der Nähe, weil sonst wäre ich, glaube ich, auch schon arm. Let's go mit dem zweiten Artikel. Ein Eye-Kit von Omnia, einmal Rosé-Gold und ein goldener Augenpinsel. Der Rosé-Goldene, der kleine, der ist für Details und der andere ist für Shadow. Zum Schattieren, zum Verblenden. Muss ich probieren, sieht ein bisschen groß aus dafür. Aber der große ist der goldene und der soll für Shadow zuständig sein. Genau. Dieses coole, also schaut wirklich geil aus, die Verpackung ist auch nicht schlecht. Soll kosten $12. Also das ist... Nein, sorry. Schmarrn. Das Omnia Eye Kit bei Royal and Langnickel kostet $29,98. Also $30. Okay, wir probieren das aus. Der nächste Artikel in meiner Box ist von Juice Beauty. Die biologische Lösung, The Organic Solution. Reflecting Gloss Fig. Ich hoffe, das ist jetzt die Farbe. F-I-G geschrieben, okay? Nicht, was ihr wieder denkt. Packen wir mal aus, das Ding. Wow. Moment. Kann man das erkennen? Mach scharf. Es glitzert, sehr schön. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist so ein rot-braun und glitzert ganz toll. Boah, das riecht voll gut. Das riecht mega. Ich habe keinen Spiegel, ich nutze nur das Display der Kamera. Aber es riecht so lecker. Mm.
riecht echt gut. Ich hoffe, es schaut auch gut aus. Ich sehe nicht so viel wegen der Sonne, wegen den Lichtverhältnissen hier draußen. Es ist nämlich echt hell. Ihr seht es ja hinter mir. Der Pool ist in voller Sonne. Mal schauen, ob ich da nachher noch mal ein Bein rein tue. Aber nur ein Bein. Es ist nämlich bestimmt nicht so warm. Ich meine, wir sind ja hier im Winter. Also wir haben Winter in Florida. Und wir sind jetzt schon November, Dezember, Januar, Februar. 4 Monate hier. Wow. 4 Monate werden es jetzt in den nächsten Tagen. Und auch wir haben uns natürlich an das Wetter und das Klima gewöhnt. Und wir gehen auch nicht immer nur, wenn die Sonne scheint, im Pool, ne? Vor allem ist der nicht beheizt. Nur der Community-Pool, den wir hinten haben, der ist beheizt. Machen wir weiter mit dem nächsten Artikel. Das sind gepresste Eyeshadows in einer Pfanne. Und zwar sind das gleich 2 Stück. Moment. Ist immer ein bisschen blöd mit dem... Ich sehe immer nicht, ob die scharf macht. Mach scharf. Ja. Nicht mich, sondern das Ding. So, das, was ihr jetzt seht, das ist so ein Braun. Und das andere ist ein Cherry-Cola. Cherry-Cola ist das? Cherry-Cola. Und das andere heißt Prom Night. Okay. Das sind so kleine Pfännchen von Make-Up Geek. Die sollen kosten... $12, genau. Und übrigens, das, was ich gerade auf den Lippen habe, das soll kosten, wo ist es? $15. Mhm. So, dann schauen wir uns mal gerade so eine Pfanne an. Na, oh, ja, die kann ich jetzt hier nicht auspacken, die ist schon verrutscht. Die staubt auch schon ganz schön. Das mache ich drin und zeige euch dann ein Foto, wie es fertig aussieht, okay? Denn der nächste und anscheinend auch letzte Artikel ist eine Make-up-Palette. Und zwar, ich zeige euch das mal, wie ich das auch mache. Also keine direkte Palette, sondern eher so ein Halter. So ein magnetisches Ding. Ich weiß echt den Fachbegriff nicht, dazu mache ich zu wenig Beauty, I'm so sorry. Ja, also man kann das aufklappen und es sind Magnete da drin. Und damit kann man, oh, yeah, super fail. Damit kann man die Magnete, ach schmarrn, die Eyeshadows, die Pfännchen und was weiß ich, was es noch für Pfännchen gibt. Da reinklitschen. Also die Magnete, die kleben an der einen Seite, habe ich gesehen, das zieht man ab, das Klebeband, und dann klebst du die Pfanne dran und dann kannst du das da reinkleben und dann, bam, machst du es wieder zu. Und dann siehst du von außen schon, was drin ist, und ja, drin verrutscht es halt auch nicht. Also, sowas habe ich echt noch lange nicht gesehen, muss ich sagen. Ich kenne diese, ja, von Kiko und von MAC und so, diese, wo du die reinklickst, die Pfännchen, diese ganzen Lidschattenhalter, das kenne ich alles. Aber das ist mir tatsächlich neu. Finde ich auch ganz schön lustig. Werde ich wahrscheinlich auch für die beiden auf jeden Fall hernehmen. Ich denke jetzt nicht, dass ich mir noch andere Eyeshadows kaufen werde, weil, wie ihr wisst wahrscheinlich oder gesehen habt, trage ich jetzt nicht jeden Tag so viel Lidschatten oder irgendwelche anderen bunten Sachen in meinem Gesicht. Aber ich werde die auf jeden Fall da reinklicken und mal schauen. Vielleicht kommt ja nächsten Monat wieder was mit und dann habe ich dann wenigstens schon angefangen. Wenn ich es jetzt verschenke oder... verkaufe, keine Ahnung, dann ist es natürlich blöd, weil wenn dann immer noch Pfännchen kommen und Pfännchen, 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 dann habe ich irgendwann ein Problem. Genau. So, ihr lieben Leute. Also, wir haben 2 Pfännchen. Wir haben den Pfännchenhalter, den magnetischen. Wir haben die tollen 2 Eyebrushes, ja, in Gold und Roségold. Und wir haben den Lipgloss von Juice Beauty. Der übrigens mega gut riecht. Schmeckt nicht, aber riecht gut. Genau. Und was ich euch noch nicht verraten habe, ist die Palette. Denn die kostet $14. Steht auch alles hier nochmal drauf. Ist nur leider ein bisschen geknickt. Irgendwie entweder zu schnell gepackt oder ich habe ein Retourpaket bekommen. Ich habe keine Ahnung. So. Would you be my Galentine? Ja, merkwürdig. Denn Valentinstag war ja am 14. und heute ist der 26. Februar. Also ich drehe das nicht so spät, sondern es kam wirklich gestern erst an bei mir. Gestern Nachmittag. Und ich weiß von einigen Freundinnen, beziehungsweise von 2, dass die das schon so um den 15. oder sogar am 10., 12. so erhalten haben. Also ich weiß nicht, vielleicht... Ich war ja auf einer Warteliste vorher und habe das Paket jetzt auch erst die Tage bekommen. Vielleicht ging echt Pakete retour, ich weiß es nicht. Und... das habe ich dann gekriegt. Aber es ist alles verpackt. Ich habe hier nicht irgendwie gesehen, dass irgendwas schon benutzt war. Schaut eigentlich alles ganz original aus. Also ich stresse mich da jetzt nicht. Wird schon passen. Ja. Jetzt drehe ich das nochmal kurz auf. Ah ja, okay.
Das wollte ich gerade schauen. Es ist auch noch versiegelt, das finde ich auch immer ganz wichtig. Ja, ich swatche das jetzt nicht auf meiner Hand und auch die Eyeshadows nicht. Es sei denn, ihr möchtet das, dann werde ich das auf jeden Fall nächsten Monat beachten und auch machen. Nur jetzt gerade nicht. Sorry. Ja, cool, das war's schon wieder. Krass. Das ganze Paket hat wohl dann einen Wert von 30, 80, 110 sind es dann. Dann haben wir hier nochmal 29, also 30, da haben wir 140 und nochmal 12. $152 steht hier. Sind die Sachen da drin wert. Und kosten tut die knapp $20. Genau. Also es ist super, die Boxycharm, bin ich echt zufrieden damit, für das Geld gute Produkte bekommen zu haben. Ich hoffe, dass sie dann auch im, also wenn ich die benutze, wirklich einen Sinn haben, dass ich die toll finde. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf nächsten Monat. Die Stühle. Die haben so tolle Schwingstühle, die sind mega. Gefällt mir voll. Habt ihr die schon gesehen? Ich zeig euch die mal. Da. Die sind unten, sind die rund. Du kannst die quasi drehen, ohne sie zu verrutschen, wenn jetzt hier Platz wäre. Und die schwingen aber auch ganz cool. Ja. Ich zeig euch nochmal den Rest von unserem Haus. Der schöne Pool. Gerade fast überall im Wasser Sonne. Das ist mega. Wir haben es jetzt 15.15 Uhr mittlerweile. Das ist echt traumhaft hier. Traumhaft schön. Traumhaft schön. So, ich hoffe, das Unboxing der Boxycharm hat euch genauso gefallen wie mir. Genauso gefallen wie mir die Box. Und ich wünsche mir auf jeden Fall wieder 20 Daumen nach oben, mindestens. Grüße nach Deutschland. Achso, und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte auch. Ist kostenlos und hilft mir weiter. Okay, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Bye!